Und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Underground 2. Ich habe im letzten Part, beziehungsweise im Zwischenpart, der heute um 14 Uhr kam, ja gesagt, wir machen jetzt die Heights, heißt die Scheiße, glaube ich. Glaube ich. Jedenfalls machen wir die jetzt. Hier dieses Gebiet hier oben. Falls ich mich ein bisschen krank anhöre, das könnte daran liegen, dass ich krank bin. Klingt komisch, ist aber so. Ich hoffe, das Spiel ist nicht zu laut. Ich habe eigentlich nichts verändert. Ich mach mal. Okay. Ich mache vorsichtshalber das Spiel ein bisschen leiser. Ah, warte mal, guck mal, die sind beide einen zu laut, würde ich sagen. Ja, so hört sich das ja schon besser an, ey. Also, wir machen die Heights fertig. Dafür gehört erstmal dieses Sprint. Ey Junge, entweder du machst mit oder verziehst dich. Die Jungs hier haben keinen Bock, wenn hier so ein Schauspieler rumhängt. Also, wenn du den Zaster hast, im nächsten Lauf kannst du dabei sein. Kriegst die Streckenkarte als SMS, wenn du es ernst meinst. Ja, mach mal. Falls sich für euch die Frage stellt, wie man sich bei 38 Grad draußen erkältet, das ist ziemlich einfach, wenn man einfach durchgehend in einem klimatisierten Fahrzeug sitzt und danach halt nicht mehr. Und dann zwischendurch immer mal wieder. Ich habe für mich gestern den SUV-Scheiß aufgenommen. Ich bin also eigentlich nicht so weit raus, aber gestern ging es mir noch ein bisschen besser gesundheitlich. Die Erkältung hat erst so richtig heute Morgen reingekickt, da ging es mir echt dreckig. Eine ordentliche Männergrippe sozusagen. Die Strecke ist bis jetzt genau die gleiche wie bei dem SUV-Rennen, was ich einmal wiederholen musste. Bei dem Outrun-Rennen. Die SUV-Scheiße hat übrigens, habe ich ja auch schon in dem Part gesagt, ich fand sie nicht so schlimm, wie Freddy sie gesagt hat. Freddy meinte, die war richtig zum Kotzen. Ich fand die Outrun-Rennen mal wieder ein bisschen dumm. Aber das liegt ja nicht am SUV, sondern, also, das liegt schon am SUV, dass er sich scheiße fährt, ne? Danke, Handy. Aber hauptsächlich halt daran, dass die Gegner immer so hinterher speeden, wenn man ein bisschen Abstand gewonnen hat. Das ist in den Rennen hier ja auch so. Bei den SUV hat man das echt gut gesehen. Da kommt man ja einfach immer die Gegner umdrehen. Beziehungsweise ich habe das einfach mal gemacht. Keine Ahnung, ob das so vielleicht sogar gedacht ist. Auf jeden Fall habe ich so gemacht. Und das war ziemlich funny. Und da hat man dann immer gesehen, wie die hinterher gezogen worden sind, wie auf Schienen. Leider. Finde ich ein bisschen blöd. Weiß nicht, ob das in den nächsten Need for Speed-Teilen auch noch so ist. Ich weiß übrigens auch noch nicht, wie weit wir Need for Speed spielen werden. Also, welche Need for Speed-Teile wir uns jetzt alle mal vornehmen. Ich habe enormen Bock danach auf jeden Fall auf Carbon und Most Wanted. Aber wir schauen einfach mal weiter, wie weit wir spielen. Wir machen jetzt übrigens, bevor wir die URL-Rennen machen, alles andere. Alles, was es gerade noch gibt, machen wir. Ich habe jetzt schon die Befürchtung, beziehungsweise den Wissensstand, den ich aktuell habe, ist, dass wir nicht mehr 100% erreichen können. Die Strecke ist übrigens haargenau die gleiche wie im Outrun-Rennen. Sehr schön. Aber 2,8 Vorsprung. Ist ganz okay. Betreff Carbon, Spiegel, Spoiler und Dachspoiler. Jetzt noch mehr Carbon. Unbedingt die neuen Spiegel, Spoiler und Dachspoiler in Carbon abchecken. In jedem Karosserieshop. Und ein Getriebe. Bringt dann. Ein neues Getriebe brauchen wir definitiv. Weil dieses lange Schalten geht mir richtig auf Eier. Hier hinten ist allerdings noch ein verstecktes Rennen. Das habe ich gefunden. Also eins, was hier auf der Karte angezeigt wird. Ein Rundkurs. Hey Junge, pass mal gut auf. Schieb deine Scheine rüber und stell dich zum Verlierer hinten an. Zum Verlieren hinten an. Du kriegst die Streckenkarte, wenn wir das, wenn wir wissen, dass du es ernst meinst, Herr Gepär. Wir speeden voll mit, ne? Wir haben keine Chance. Ich möchte gerne
wissen, welches Auto wir uns als nächstes kaufen sollen. Ich hätte extrem Bock auf einen Supra, auch wenn ich einen Supra gar nicht so geil finde, wie die meisten eigentlich. Ich hätte aber auch genauso Bock auf einen, war das ein Mitsubishi? Wir fahren vielleicht gleich nochmal zum Autoshop, da wollte ich ja ewig schon nochmal hin. Ich muss auch unbedingt mal gucken, wie man das mit den Umfragen macht, das habe ich nämlich noch nie gemacht. Ich habe da auch gar keine Ahnung von. Bin übrigens echt froh, by the way, dass ich, Entschuldigung. Dass ich das mit dem Regen gefixt gekriegt habe, dass es nicht mehr so scheiße aussieht jetzt immer. Ja, welches Auto wollt ihr, dass wir machen? Oder gerade an Freddy gerichtet, kann ich ja mal fragen, welche Autos hast du gemacht? Also welche willst du nicht sehen, weil du sie kennst? Gesehen, dass Need for Speed Underground echt ganz gut ankommt eigentlich soweit. Die Watchtime ist gut, es wird relativ häufig für meine Verhältnisse geklickt. Das freut mich natürlich, dass euch das gefällt. Ich habe aber auch gesehen, dass viele, die zuschauen, keine Abonnenten sind. Das kann man ändern. Ich mache nicht so gerne Werbung dafür. Weil ich mir denke, wenn ihr zuschaut und euch das interessiert, dann werdet ihr schon eure Gründe haben, wenn ihr nicht abonniert habt. Das ist okay. Aber wenn ihr einfach noch nicht dran gedacht habt bisher, abonnieren ist das Einfachste, um nichts mehr zu verpassen, ne? Muss ich also sagen. Und über die Kommentare freue ich mich besonders, Alter. Ich hatte ja dem einen Part, wo ich 2x2 URL-Rennen gemacht habe, dass da so ein Gegner durch Luft geflogen ist. Da hat irgendein netter Dude drunter kommentiert. Also was mit dem... Er hat was zu dem fliegenden Dude kommentiert, so. Fand ich sehr belustigend. Hatte ich schon ganz vergessen, dass der Dude da rumgeflogen war. Deshalb umso cooler, dass er das dann nochmal drunter kommentiert hat. Da habe ich zu der Stelle geskippt. Wollte natürlich sehen, was er lustig fand. Und habe halt nochmal den Dude fliegen sehen. Fand ich enorm belustigend, wirklich. Wie man gerade übrigens sieht, ich habe gerade richtig Kette gemacht. Und die Boys sind einfach da. Das mag ich an dem Spiel nämlich nicht. Ich meine, ja, wir hatten danach auch ein paar Unfälle. Und davor sind wir aber mal perfekt gefahren. Ich weiß nicht, ich finde es nicht so geil, dass diese hinterherzuckeln. Oh nein! Gut, da wird wohl geschnitten. Kann ich auf jeden Fall schon mal 2 Minuten draufrechnen. Das heißt, wir haben noch 11 Minuten. Sehr schön, 4 Sekunden Vorsprung. Ist natürlich auch eine ganze Ecke. Haben wir ganz gut gemacht. Chance auf Maxi Tuning Titelbild. Einer meiner Kontakte hat mich gerade angerufen, weil wohl ein Fotograf von Maxi Tuning in der Stadt ist. Und einen heißen Wagen für das nächste Titelbild sucht. Fahr zum Start der Karte, ich melde mich. Maxi Tuning sucht nach einem Wagen für das nächste Cover. Ob du da was machen kannst? Bestimmt. Aber erstmal machen wir hier was. Wir machen nämlich noch einen Sprint. Und ich möchte gerne hier lang fahren, weil hier könnte irgendwo noch ein verstecktes Rennen sein. Das heißt, auch das schneide ich vielleicht wieder zusammen. Weiß ich aber noch nicht. Ja, wobei, man kann eigentlich auch mal ein bisschen was drin lassen. Ne? Man muss ja nicht immer alles schneiden.
Die Fahrten gehören halt zum Spiel dazu und das ist ja kein vollkommen geschnittenes Let's Play, sondern eher so ein Erlebnis, würde ich jetzt sagen, ne? Ich wollte mal hier hinten gucken, ob hier vielleicht noch ein verstecktes Rennen ist. Sieht nicht so aus. Ich habe gerade was übersehen, aber ja, aber nur dumm. Gibt's auch. Aber eben gerade in dem Beispiel haben wir wieder sehr gut gesehen, wie die Gegner hinterherfahren einfach. Das fuckt mich echt ab. Also das nervt einfach, ne? Ich meine, du kannst so gut fahren, wie du willst. Im Endeffekt spielt es überhaupt keine Rolle. Hauptsache, du verkackst nicht komplett. Aber da hatte ich zum Beispiel in SUV-Rennen das Gefühl, wenn du mal verkackst, ist es egaler. Weil da hatte ich das eine Mal, dass ich übel weit hinten war. Und da bin ich echt gut wieder rangekommen. Habt ihr ja vielleicht gesehen. Also auch wenn es 900% schneller war. Man konnte es schon sehen. So. Machen wir mal das hier. Mensch, die lahme Gurke treibt einem echt die Tränen in die Augen. Ich würde sagen, wir warten am Ziel auf dich und weinen zusammen eine Runde über den Trümmerhaufen, den du Auto nennst. Ja, ja, du Arsch. So. Als ich jünger war, wusste ich übrigens noch nicht mal, was das vor mir ist. Das ist ja ein Infiniti. Ein Infiniti ist ja einfach nur die Luxusmarke von Nissan, wenn ich das gerade nicht alles durcheinander bringe. Genau! Er dreht mich einfach. So, bei einem SUV-Rennen wäre ich so easy hinterhergekommen. Also zumindest bei dem einen, was ich gut in Erinnerung habe. Versuchen wir es mal, ne? Versuchen wir es mal. Ich denke, wir kommen hier hinterher. Gut, das war jetzt nicht so schön. Wie man auch sieht, der Dude hatte gerade eben einen Unfall. Easy wieder da, ne? Also wenn die vorne weg so gut fahren würden, wie die hinten wieder ranfahren, dann hätte man überhaupt keine Chance. Sagen wir mal so, wenn die durchgehend so gut fahren würden, hätte man überhaupt keine Chance. Also hole ich die ja easy wieder ein. Ist auch ganz komisch. Manchmal haben die keinen Max-Speed, manchmal habe ich keinen. Wow, shit! Siehst du? Der fährt einfach vorbei. Als ob das nichts wäre. Achso, und die kriegen natürlich keine. Das war jetzt meine Schuld, mehr oder weniger. Also nicht nur mehr oder weniger. Ich war halt einfach zu risky. Ja, ne? 82%, das kann ich auch gleich nochmal neu starten. Gehe ich mal stark davon aus, außer die bauen jetzt noch böse Unfälle. Ja, fick dich, die sind schon durch. Okay. Heute mal ein paar mehr Schnelldurchläufe. Das war eben schon wieder richtig zum Kotzen. Genau 2 Sekunden mit seinem G35. Alter, war das knapp. Ich habe nicht drauf geachtet, wie lange es gedauert hat, aber ich denke, ich habe noch gut 5 Minuten. Ich denke, wir machen auf jeden Fall noch die beiden Rennen, die da jetzt sind. Das eine ist ein StreetX. Das sind ja relativ schnelle Rennen, sage ich jetzt einfach mal. Wahrscheinlich dauert es jetzt einfach 2 Tage.
Wahrscheinlich, sage ich. Willst du deine Kohle nicht lieber schon vor dem Rennen geben? Dann können sich die deine Scheine schon mal in ihre neue Heimat gewöhnen. Nein. Übrigens extrem feuchte Hände gerade und mein Controller ist klatschnass. Ultra unangenehm. Weg. Freddy meinte ja, also er hat nochmal kommentiert, er bremste diesen Sachen gar nicht mit der Handbremse. Sondern nur vom Gas gehen oder normale Betriebsbremse, wollte ich gerade sagen. Komisch, dich haben wir ja gerade eben noch umgedreht. Da hätte ich jetzt mit Handbremse gebremst. So, da auch. So, wieder Handbremse. Zack. Angenehm. Oh, fuck. Komme ich gerade nicht mehr ganz daran erinnern, wo es lang ging. Aber alles easy. Das war wieder Handbremse. Das war ein bisschen zu wenig tatsächlich sogar. Handbremse. Hier auch. Sehr gut. Ich wollte gerade sagen, das war es schon, aber es war es noch gar nicht. Das ist hier erst der Vorreiter. Ich will übrigens beim nächsten Drift mal was ausprobieren. Ich habe das Gefühl, man kann mit einer Technik sehr, sehr gut driften, die ich gestern erst, gesehen habe. Wo ich gestern erst verstanden habe, dass man so fahren kann. Aber das will ich erst ausprobieren, bevor ich spoiler. Sehr schön, in Minute 40. Alter, hei. So. Und dann machen wir jetzt nochmal das da unten. Heidewitzka. Hinter die beiden Shops. Was haben wir denn noch? Wir haben noch Leistungssteigerung, ne? Also Getrieben, meine ich. Haben wir auf jeden Fall noch. Ach ja, und Anbauteile auch noch. Mal gucken, dass wir das in einem der nächsten Parts machen. So, jetzt mal schnell einen Rundkurs. Wow, Alter, wenn eine Kiste im Pokerhand wäre, würde ich an deiner Stelle passen. Du meinst, du kannst mit meinem. Du kannst meinem Straight Flush schlagen? Legen wir die Karten auf den Tisch und finden es auf der Strecke heraus. Ich habe vom Pokern tatsächlich überhaupt gar keine Ahnung. Also ich weiß auch nicht, was ein Straight Flush ist. Wahrscheinlich ist das gut. Wenn ich so raten müsste. Ich glaube, das ist eine sehr lange Strecke. Denn wir fahren da zwei Runden. Und eigentlich sind die Strecken immer sehr lang, wenn man so wenig fährt. Außerdem ist es in den Bergen und die Berge sind zum Kotzen. Die beiden hinter uns sind sehr weit weg. Wetten wir, die sind gleich nicht mehr weit weg? Ich habe es in der ersten, also ich habe es in der Folge, wo ich viel geschnitten habe, ja gesehen. Wie hinterher speeden. Ah, guck mal, alle sind wieder da. Komisch. Ja, sich darüber aufzuregen hat eh keinen Sinn. Das ist leider so. Das hätte man vielleicht mal patchen können. Dass die nicht mehr ganz so zum Kotzen sind. Wie gesagt, keine Ahnung, ob das in den anderen Need for Speed-Teilen auch noch so ist. Das war Klaus, Alter. Das war noch Klaus, oder? Tut mir leid, wenn ich nicht so viel rede, aber A, habe ich Halsschmerzen und B, konzentriere ich mich. Aber ich habe echt hart Bock auf dieses Spiel aktuell. Also no shit, das macht mir mit am meisten Spaß momentan. Ich spiele aktuell auch nicht so viel nebenbei. Ich habe mit dem Bruder von meiner Freundin Sacred weiter gespielt, hatte ich ja mal angesprochen, glaube ich, in einem Part. Wir haben sehr unbelohnende Sachen gemacht, leider. Von denen ich dachte, dass sie belohnender sind, aber ich wurde enttäuscht. Sehr stark enttäuscht. Oh shit.
Das war natürlich gar nicht gut. Da hatte ich gerade echt Glück, dass ich mich nochmal fangen konnte. Und die Runden sind übrigens zum Kotzen lang, Alter. 3 Minuten eine Runde. Das finde ich zu lang für ein Rennen. Das nervt mich. Also sowas finde ich schlimmer als die SUV-Rennen oder Duels. Vor allem hier oben, Alter. Ich mag die Berge halt auch überhaupt nicht. Ich finde die Hills richtig zum Kotzen. Das hier ist eigentlich eher ein Sprint, würde ich sagen. Entschuldigung. Audi TT finde ich übrigens auch ziemlich cool. Allerdings, den alten mag ich nicht so gerne wie den neuen. Und der alte sieht immer so ein bisschen aus wie eine Badewanne. Der neue gefällt mir dafür richtig gut. Gerade so mit dem Aerodynamik-Kit dran. Dass es nicht offiziell gibt von Audi, aber egal. Finde ich extrem gut. Wenn jemand den von How Deep kennt, genau den finde ich gut. Gut, ich dachte, die Kurve könnte ich ein bisschen schneiden. Aber nein. Leider nein, leider gar nicht. Kann leider auch gerade nicht gucken, wie lange wir schon auf der Uhr haben. Ich denke, wir sind jetzt bei 25 Minuten in echt. Also in einer fertigen Fassung. Leider ein bisschen länger geworden, der Part. Und auch nicht ganz so interessant. Weil wieder viel wiederholt wurde. Das eine Rennen musste ich sogar zweimal wiederholen. Keine Ahnung, ob ich davon eins vielleicht sogar rausgeschnitten habe, weil es einfach zu lang war. Normalerweise beschleunige ich die Rennen dann ja einfach nur. Und hinterlege sie mit schöner Musik. Also mit für mich schöner Musik. Ich hoffe, sie gefällt euch auch. Wenn ihr übrigens wissen wollt, was für Musik ich verwende, guckt mal in die Videobeschreibung. Da sind die Lieder einzeln verlinkt. Eigentlich alles, was ich verwende, ist von NFC. NCS, Entschuldigung. NFC, wie komme ich denn auf NFC, Alter? Von NCS, von No Copyright Sound. Die machen extrem geile Musik, finde ich. Halt eher so Richtung Elektro. Und das war's. Das war der Verlust, glaube ich. Ah, wir haben noch 30 Sekunden. Wieder aufholen, aber ich glaube nicht, dass wir das wieder schaffen. Das heißt, das Rennen darf ich auch wiederholen. Schön. Das ist doch ultra beschissen, Alter. Wie gesagt, man selber erlaubt sich einen Fehler, die Gegner sind sofort weg. Die Gegner erlauben sich einen... Ja, komm, leck mich im Arschloch, Alter. Heilige Scheiße, ey. Das ist nochmal richtig knapp geworden, ey. Verficktes Drecksspiel, ey. Gut, wir haben jetzt 33 Minuten. Ich werde sehr viel geschnitten haben, hoffentlich. Also Rohaufnahme 33 Minuten. Leck mich im Arsch, ey. Das war knapp. Keine Rufpunkte dafür gekriegt, okay? Turboladen, neues Turbos. Jetzt bei einem Tuning Shops, okay. Dann würde ich sagen, wir machen das Driftrennen da oben. Wieso ist da oben jetzt ein Sprint? Hatte der vorher auch schon? Bin ich behindert? Okay, aber ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal beim Tuning Shop. Und bis dahin, haut rein und tschüss!